Edgar Mendele, Vorsitzender beim SC Hofstetten, Sechspokalfinale am Ostermontag. Hat der SC Hofstetten alles im Moment im Griff, dass es ein richtig gutes Endspiel gibt und die Zuschauer und Spieler sich wohlfühlen? Ja, ich denke, dass wir alles im Griff haben. Wir sind schon seit Woche hier sehr stark in Vorbereitung. Wir haben hier ein 80-Mann-Team jetzt zusammengestellt, arbeiten gerade unseren Aufgabeplan ab, Zug um Zug, rund ums Gelände. Also ich gehe davon aus, dass wir die hoffentlich zahlreichen Zuschauer hier sehr verwöhnen können, so wie sie beim SC Hofstedt auf dem Standard her gewöhnt sind. Und wenn man sieht, Oberwolfach kommt sicherlich, ich sage jetzt mal das ganze Dorf, von Oberschopfheim kommen vielen. Ich rechne mal mit knapp 2000 Zuschauern. Haben 2000 Zuschauer hier auf dem Gelände des SC Hofstedt überhaupt Platz? Ja, selbstverständlich. Also wir sind ja auch gewappnet und wir haben ja überall auch Außenstände auf der Gegengerade. Man geht da sicher aus, dass wir locker hier die 2.500 Zuschauer Platz haben. Und auch, wie gesagt, die wir alle sehr schön bewirten können, so wie es mal gewohnt ist beim SC. Sind ja traditionell, die Zuschauer kommen ja sehr gern zu uns und wir verwöhnen die immer sehr gut und sehr gern und das passt eigentlich dann. Sicherlich fragt sich der eine, ja, ich komme im Auto, Parkplatzsituation beim SC Hofstetten. Alles gewappnet. Gibt es genügend Parkplatz? Ja, auch hier sind wir dabei. Wir sind hier gerade mit einer Firma in dem Industriegebiet und mit einem Landwirten hier für die Matten hier, für die Landfläche hier, sind wir gerade dabei, alles abzuklären. Und wir haben genügend Parkplätze, auch für die Busparkplätze, für die Mannschaften von den vier Vereinen, wo kommen möchte mit den Busse. Gibt es auch spezielle Parkplätze ausgewiesen. Es gibt den VIP-Bereich da drüben. Also von dem her gesehen, genügend Parkplätze, können alle kommen. Also ich denke mal, es gibt ein gutes Endspiel. Wenn jetzt der Vorsitzende einen Wunsch frei hätte, was soll denn an dem Tag dann der Wunsch, wie soll der Wunsch in Erfüllung gehen? Also mein Wunsch wäre, dass das schöne Wetter wäre, dass kein Regen ist. Das wäre eigentlich mein Hauptwunsch. Ansonsten bin ich relativ wunschlos. Ich wünsche natürlich allen vier Mannschaften, allen Beteiligten viel Glück. Es möge immer der Bessere gewinnen, keine Frage. Und wie gesagt, das Wichtigste ist eigentlich für uns das Wetter. Bezirkspokal Endspiel 2015 SV Oberwolfach gegen SV Oberschopfheim. Bei mir Joachim Kehl, bei den Fußballerkreisen natürlich bekannt als Jogi Kehl. Jogi, als Trainer des SV Oberwolfach, ihr geht als Favorit in diese Begegnung natürlich rein. Ihr seid Bezirksligist Oberschopfheim, der Tabellenführer Kreisliga A. Trotzdem Vorteile bei euch oder wie siehst du das Spiel am Ostermontag? Ja, ich denke, Favorit geht nur um Bezirksliga, aber die Chancen sind 50-50. Es ist ein Spiel, da ist immer alles drin und ja, Favorit Bezirksliga, klar. Schon Favorit, aber es wird ein Spiel geben auf Augenhöhe. Aber ich denke mal, ihr als Bezirksligist, ihr habt euch natürlich vorgenommen, wenn man im Finale ist, dann will man das Ganze natürlich auch gewinnen. Ja, ich denke, das wäre der Oberschopfer einmal aussagen. Klar, das Spiel willst du gewinnen, da es nur ein Spiel ist, werden wir auch da voll auf Sieg spielen. Wie schwer war es überhaupt ins Finale zu kommen für euch? Ja, ich denke, in der ersten zwei Runden haben wir mit Unterklasse-Gegner gehabt, im Halbfinale dann Zell. Das war dann schon ein knackiges Spiel in Zell, wo wir 2-1 gewonnen haben. Ja, das war eigentlich relativ einfach zum ins Finale kommen, bis auf das Spiel in Zell. Jetzt trifft man auf den SV Oberschopfheim. Für dich sicherlich eine unbekannte Mannschaft oder die Mannschaft schon beobachtet? Ja, die Mannschaft habe ich schon angeschaut. Wo liegen denn die Stärken oder auch Schwächen, wenn sie welche hat? Ja, da will ich eigentlich in der Öffentlichkeit nichts sagen. Wir wären die Beobachter und haben sie bisher beobachtet. Und ich denke, dass wir auch gerüstet sind für das Pokalendspiel. Was sind denn eure Stärken, um den SV Oberschopfheim zu bezwingen? Ah, die mannschaftliche Geschlossenheit. Wir haben drei Mannschaften, das sind nur einheimische Spieler. Und das Team, mannschaftliche Geschlossenheit, spielstarke Mannschaft, gutes System und ja, zwei, drei außergewöhnliche Spieler. Konzentriert man sich jetzt schon aufs Pokalfinale am Ostermontag oder sagt man, nee, wir wollen noch eine gute Runde zu Ende bringen? Ja, wir haben jetzt noch drei schwere Spiele. Das ist einmal heute in Zell und nächste Woche Haslach und dann Rust. Da wollen wir so viele Punkte holen wie möglich. Und dann werden wir uns über das Pokalendspiel unterhalten. Also bei uns in Oberwolfach unter der Mannschaft wird auch noch gar nichts, was Pokalendspiel angeht. Gut, das sagt man natürlich in Oberschopfheim ebenfalls. Man will die Runde natürlich spielen. Aber eins ist klar, du warst lange Zeit in Hofstetten zugegen als Trainer des SC Hofstetten. Jetzt ist das Finale in Hofstetten. Für dich ist ein Heimspiel? Ja, ich bin der Trainer, für mich ist das Heimspiel klar, aber die Mannschaft muss das Spiel spielen und ich was als Heimspiel sehe, aber für den Oberwolfer ist das kein Heimspiel, das ist ein ganz normales Endspiel.
Gut. Ist der Hofstetten gerüstet fürs Finale? Was glaubst du denn? Ja, das denke ich. Also ich, so wie ich die Hofstetter kenne, wäre die da schon alles hundertprozentig auf die Beine stellen. Und das wird mit Sicherheit, das Finale wird ein würdiger Rahmen haben. Der SC Hofstetter, die wäre das schon top organisieren. Gut, und zum würdigen Rahmen zählen natürlich auch viele Zuschauer. Ich bin sicher, aus Oberwolfach wird eine ganze Menge nach Hofstetten kommen. Oder wie siehst du das? Im Kinzigtal lebt sowieso der Fußball meines Erachtens. Ja, das ist richtig. Ich sag mal, ich denke, dass Oberwolfach, gerade das Wolftal und Kinzigtal, da wäre schon einige Zuschauer kommen. Und da hoffe ich auch, dass ich den SV Oberwolfach unterstütze, dass wir das Ding heimfahren können. Gut, und gibt es für dich so ein Wunschergebnis, wenn man so was überhaupt sagen kann? Nee, Wunschergebnis gibt es nicht. Im Endeffekt muss man ein Tor mehr schießen, wie Oberschopfheim, um das Spiel gewinnen. Gut, und wenn man gewinnen will, muss man vielleicht in der regulären Spielzeit gewinnen oder vielleicht in der Verlängerung oder dann auch im Elfmeterschießen. Du bist ja ehemaliger Torhüter. Wirst du auch mit der Mannschaft Elfmeterschießen im Vorfeld trainieren? Nee, brauche ich nicht. Auch wenn es ins Elfmeterschießen geht. Ich denke, dass wir 5 Spieler rauskriegen, wo 5 Elfmeter schießen können. Und das trainieren wir gar nicht. Gut. Also abschließend, wie geht's aus? Knapp für SV Oberwolfach. Okay, wir werden natürlich dabei sein. Ich wünsche dir alles Gute mit deiner Mannschaft. Habe ich natürlich auch dem SV Oberschopfheim gewünscht, muss ich hier fairerweise sagen. Aber wir von den Medien sind natürlich absolut neutral. Wir werden bei Hitradio live dabei sein. Sebastian Bruch, Trainer SV Oberschopfheim. Großes Highlight steht dir und deiner Mannschaft bevor. Spiel, Sechspokal, Endspiel am 6. April, sprich Ostermontag in Hofstetten gegen den SV Oberwolfach. Ich denke mal für euch ein Highlight. Sicherlich. Das Highlight für uns, ja, hatte man vor der Saison niemals erwartet, dass es so weit geht. Und jetzt freuen wir uns alle drauf. Tut ihr euch extra auf dieses Spiel vorbereitet oder ist das für euch ein Spiel wie jedes normale Punktspiel? Sicherlich was ganz Besonderes, aber die Runde läuft ja schon und wir haben ja jedes Wochenende ein anderes Spiel noch zu bestreiten. Die Vorfreude ist natürlich da und ja, wenn wir dann das letzte Spiel, bevor es zum Pokal geht, gespielt haben, werden wir uns da besonders darauf vorbereiten. Wenn man Pokalspiele beginnt, will man natürlich bis ins Finale kommen. Aber ihr hattet auch einen richtig steinigen Weg. Ja, sicherlich. Also wir sind in jedes Pokalspiel gegangen, um zu gewinnen. Ja, hat uns jetzt sicherlich nicht ausgemalt, dass wir so weit kommen. Hatte schwierige Spiele zu spielen. Ich glaube, so der Knackpunkt war in Ramersweier, als man zweimal hinfahren musste, weil das erste Spiel wegen dem Gewitter abgebrochen werden musste. Und da habe ich gemerkt, also wenn wir das Spiel gewinnen, dann haben wir ganz gute Chance, ins Finale zu kommen. Und das haben wir dann auch geschafft. Ja. Wenn man natürlich dann im Finale ist, will man natürlich auch das Finale gewinnen. Oder seht ihr das anders? Natürlich. Also wäre jetzt blöd, was anderes zu sagen. Wir kommen ins Finale und das Ziel ist natürlich zu gewinnen, ganz klar. Gegner, kein geringer als bezirksligisch SV Oberwolfer. Die Mannschaft beobachtet oder kennt ihr die Stärken und Schwächen des Teams? Also bislang habe ich sie noch nicht beobachtet. Vielleicht schaffe ich es noch bis dorthin. Ja, ich denke jetzt an dem Tag, wer die Tagesform entscheidet. Kurioserweise haben wir, als wir mit der A-Jugend, als ich A-Jugendtrainer war, das Pokalfinale auch gegen Oberwolfach gespielt. Damals hat er mal gewonnen. Ich glaube, der ein oder andere spielt mittlerweile in der Seniore von Oberwolfach. Ja, meine Jungs standen eben fast schon alle mal im Bezirkspokalfinale in der A-Jugend. Ja, ich denke, schauen wir mal. Also an dem Tag kann viel passieren und wir wollen gewinnen. Das Duell ist ja ein Bezirksligist, im Moment im Mittelfeld der Tabelle gegen den Spitzenreiter der Kreisliga A. Ein Spiel auf Augenhöhe? Ja, also ich glaube, Oberwolfach geht vielleicht leicht favorisiert ins Spiel, weil sie eben in der Bezirksliga ja, auf Platz 5 stehen, recht weit oben, sogar noch Kontakt zu den Aufstiegsplätzen haben. Ja, wir sind jetzt auch Tabelleführer. Ja, wie gesagt, also das wird ein ganz enges Spiel und die Tagesform entscheidet das sicherlich. Gut. Jetzt, wenn du die Wahl hättest, Pokalsieg oder Aufstieg in die Bezirksliga, welches Spiel wird favorisiert oder sagst du, wir nehmen beide Spiele ernst? Ja, wir nehmen beide Spiele ernst. Also, wenn wir eins schaffen, wäre es toll. Wenn wir beide schaffen sollen, wäre es überragend. Aber wir machen uns da überhaupt keinen Druck. Ja, klar, das Pokalfinale ist eine einmalige Sache. Und wenn das gespielt ist, dann schauen wir mal, was die Runde noch so bringt. Gut, aber ihr nehmt euch auch das Ziel. Ihr müsstet nicht, aber ihr wollt natürlich jetzt auch aufsteigen, wenn ihr oben seid. Klar, also das Ziel vor der Runde war sicherlich nicht Meisterschaft oder Aufstieg. Als Aufsteiger wäre das auch ein bisschen vermessen gewesen. Aber jetzt sind wir nach 19 Spieltagen Tabelleführer. Wir wollen so lange wie möglich oben dranbleiben. Und wenn es am Schluss so weit kommt, dass wir unter der ersten beiden sind, dann wehren wir uns dagegen sicherlich nicht.
Gut, jetzt wird es ein Spiel geben in Hofstetten. Natürlich, ich weiß jetzt schon, Oberwolfach wird mit Mann und Maus nach Hofstetten kommen. Da wird richtig viel los sein. Wie viele Fans kommen denn aus Oberschopfheim, die den Weg nach Hofstetten finden? Ah, ich denke, dass da auch einige Oberschopfheimer nach Hofstetten gehen. Ich habe so im Umfeld mitbekommen, dass da das ein oder andere schon organisiert wurde. Ich glaube, wir haben auch tolle Fans. Das zeigt es ja auch die ganze Runde schon, dass sie überall mit uns hinfahren. Natürlich Oberwolfach, einer der größten Vereine, glaube ich, in ganz Südbaden. Die werden da mit Mann und Maus kommen. Aber ich glaube, da brauchen wir uns auch nicht verstecken. Und wir haben auch tolle Fans. Und es gibt ein Highlight für alle. Gut, dann die abschließende Frage natürlich, wie lautet denn die Schlagzeile am Dienstag dann auf dem Burger Tageblatt? Oberschopfheim holt den Pokal. Gut, dann wünsche ich dir alles Gute. Ergebnis vielleicht noch? Ach, das Ergebnis ist mir eigentlich egal. Mir wird sogar Elfmeterschieße reichen. Wäre natürlich für die Zuschauer, wobei für unsere Nerven wäre es dann wahrscheinlich nicht das Beste. Aber wie gesagt, das Ergebnis ist mir egal. Hauptsache, wir gewinnen.